Hallöchen, heute bin ich wieder in Zierenberg unterwegs und möchte euch nochmal das Chalet Südtirol vorstellen. Das Chalet Südtirol gibt es in verschiedenen Größen, von 40 Quadratmeter bis 50 Quadratmeter. Das kommt in einem Teil zu euch, danach wird es gekrant oder aufgestellt von uns. Wir prüfen natürlich vorher auch die Begebenheiten vor Ort, ob wir auch mit dem Haus auch dahin kommen. Und hier seht ihr nochmal diese wunderschöne, gemütliche, aber doch moderne Optik. Man kann es nach Wunsch beliebig gestalten. Die Tapeten kann man aussuchen, die Fußböden kann man aussuchen. Hier seht ihr, wir haben eine helle Tapete und eine graue Tapete genommen, damit es nicht zu steril ausschaut. Hier hat man Platz für eine kleine Essecke. Schöne große bodentiefe Fenster zeichnen dieses Haus aus. Und ich kann vom Wohnzimmer aus nach außen gelangen. Hier haben wir eine moderne, überdachte Terrasse. Jetzt hat es gerade geregnet, jetzt könnt ihr sehen, wie es ausschaut. Diese Balken, das sind eigentlich nur Sichtbalken, also das ist einfach nur für die moderne Optik. Die haben jetzt keine Funktion. Hier haben wir eine kleine versteckte Ecke und das Schöne ist, die Terrasse ist komplett umlaufend. Man kann sozusagen einmal komplett rumgehen. Viele bauen auch nochmal zusätzlich an und wir haben hier Lichter verbaut. Im Winter, wenn es dunkel ist, sieht es richtig schön aus, wenn die Beleuchtung an ist. Hier haben wir in der Mitte von dem Raum diesen wunderschönen Ofen eingebaut. Den kann man auch drehen. Man mag es nicht. Wir wollten es mal einfach mal ausprobieren. Der hat den Vorteil, wenn der Ofen an ist, dann ist der Raum sofort warm. Die meisten bauen sich aber die Öfen seitlich ein. Hier haben wir so ein bodentiefes Fenster, das kann man weglassen. Dann kann man vielleicht da noch etwas hinstellen. Eine L-Couch. Und auf der anderen Seite hat man den Fernseher. Bei der Küche kann man sich die Farben komplett freigestalten. Weiß, dunkel, Anthrazit, braun, alles was man sich wünscht, alle Geräte verbaut, wie immer. Auch eine Geschirrspülmaschine darf nicht fehlen, auch wenn das Häuschen klein ist. Die Farben der Arbeitsplatten könnt ihr euch aussuchen. Hier haben wir so einen Retro-Kühlschrank hingestellt. Man kann aber natürlich einen Einbaukühlschrank sich bestellen. Auch da sind wir komplett flexibel. Hier haben wir einen Schrank verbaut. In dem Schrank ist ein Wassertank und auf der anderen Seite haben wir Platz für eine Waschmaschine geschaffen, weil viele fragen uns ja, wo ist denn die Waschmaschine? Die ist dann hier versteckt. Die muss man ja auch nicht unbedingt sehen, deswegen haben wir hier einfach einen Schrank davor gebaut. Und direkt dahinter dann die Garderobe. Schön groß ist das Haus, ist ein Flachdach. Das Regensystem ist auch eingebaut in das Dach. Dann gehe ich mal ins Badezimmer. Wir haben hier ein gefliestes Badezimmer. Die Farben kann man sich auch hier komplett frei aussuchen. Ein Hänge-WC. Hier eine Akzentwand. Die kann man auch in verschiedenen Farben aussuchen. Man kann auch alles komplett aus dieser Wand machen. Hatten wir auch schon. Und eine schöne geräumige und große Dusche mit einem Ablagefach für Shampoo, Duschzeug und alles, was man sonst so hat. Hallöchen. Dann gehe ich auch gleich weiter ins nächste Zimmerchen. Das ist das Schlafzimmer. Das Bett kann man auch querstellen. Hier passt ein 2 Meter mal 2 Meter Bett. Schöne Schränke, wie man sieht, komplett auf der ganzen Wand. Und hier auch ein TV-Anschluss. Tapetenfarben könnt ihr euch aussuchen. Jetzt gehe ich ins nächste Zimmerchen. Unser Logo darf natürlich nicht fehlen. Das wird als Arbeitszimmer genutzt. Viele nehmen das aber auch als Gästezimmer und stellen da ein kleines Bettchen hin. Da passt trotzdem noch ein Schreibtisch rein oder Bügelbrett oder man hat ja doch ein paar Sachen, die man benötigt im Alltag. Hier haben wir zwei Einbauschränke eingebaut, die kann man aber auch weglassen. Auch in verschiedenen Farben wählbar. Und dann gehe ich auch gleich wieder raus. Das war's. Das Chalet Südtirol hat eine winterfeste Dämmung. Das heißt, man
kann in diesem Haus auch komplett leben, egal wo. Wir kriegen überall eine Baugenehmigung, weil wir die U-Werte einhalten. Die Abmessungen findet ihr im Internet und die Preise können wir natürlich jetzt nicht kommunizieren, weil wir ja unterschiedliche Ausstattungen haben. Dieses Haus kostet um die 150.000 Euro, aber schaut bitte auf www.vital-camp-living.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.